Freunde, euch erwartet diesmal eine ganz besondere Episode. Heute habe ich die großartige und geniale Stadträtin Rio Morales bei mir, um über alles zu quatschen, was in letzter Zeit in Harlem los war. Schön, dass Sie da sind, Rio. Schön, wieder da zu sein, Danica. Also, es gibt Berichte über einen Raubüberfall in Harlem? Leider ja, aber das Harlem Cultural Center beherbergt Artefakte von resilienten, farbigen Musikern. Womit könnte man sie besser ehren, als ebenso resilient zu sein? Wir kommen wieder auf die Beine. Wenn ich etwas liebe, dann ist es Optimismus. Und Spider-Man war angeblich beteiligt? Was soll ich sagen? Kunst, die berechne nicht. Was ist passiert? Jäger, Sie sind hier seit Tagen unterwegs. Tut mir leid, dass ich nicht da war. Können Sie mir darüber etwas erzählen? Es hat mich fast umgebracht. Ich kann dir nicht helfen. Ich kenne dieses Symbol. Bitte geh! Warten Sie! Ich kann Sie vor den Jägern beschützen. Um die geht es nicht! Ich habe das in Wolgograd hinter mir gelassen. Das Feuer ist entzündet. Das ist jetzt sein Dschungel. Kraven? Kravinov. Das Feuer ist entzündet. Alter! MJ sagte, du wärst fast gestorben. Bist du okay? Hey, Miles! Ich hab mich nie besser gefühlt. Ich hätte bei... Warte. Wirklich? Absolut. Hey, ich ruf zurück. Ich muss Lagerfeuer ruinieren. Okay. Wer hat Lust auf ein Spiel mit dem Feuer? Was haben die hier getrieben? Wodka aus Wolgograd? Ist wohl für eine Art Party. Ich frag mich, was es zu feiern gibt. Ziemlich unhöflich von Kraven, mich nicht einzuladen. Hat mich aber noch nie aufgehalten. Diese Feier ist gewaltiger als unsere Pläne, Melissa. Glaubst du, Kraven hat endlich gefunden, wonach er sucht? Ich bin ihn auf deiner Suche bis ans Ende. Habt ihr eine Genehmigung für das Feuer? Ich schieße! Mal sehen, was hier los war. Sie holen noch mehr Luxusgüter aus Wolgograd für dieses Event? Die Sachen müssen in der Nähe reinkommen. Kein Flugplatz in Sicht. Eventuell bei den Docks. Vielleicht führt mich etwas dort zu Kraven. So. Ich will nicht noch mal fragen. Ich hab's doch gesagt! Das ist alles! Wo ist der Rest unserer Lieferung? Bitte! Er braucht meine Hilfe! Hilfe! Du traust dich von Kraven! Eine Menge Jäger für etwas, Wodka und Kaviar. Ich kann noch schmerzhafter, wenn es sein muss. Ja!
erst hier! Schnapp die! Sir, alles okay? Warum? Am Boden! Ist der Schwächer! Granate! Hier! Ich kann das zu eurem Boss bringen! Haltet ihn durch! Passt auf! Wenn ihr mir nur sagt, wo er ist! Er und ich haben noch eine Rechnung offen. Na toll, noch mehr von euch. Komm schon, ihr wollt mir nichts sagen? Na schön. Ich sehe lieber mal nach dem Hafenarbeiter. Wir haben ihm zugesetzt. Ganz ruhig, dir geht's ziemlich schlecht. Ich helfe dir. Ins Krankenhaus, bitte. Nicht weit weg ist eins. Alles wird gut. Ich dachte, die würden mich umbringen. Was wollten die? Auf dem Weg hierher ist etwas Fracht verschwunden. Die dachten, ich war's. Du bist sicher? Okay. Wohin muss ich jetzt? 718 Kind. Ich frage mich, wie es Harry ohne den Anzug geht. Hey, Kumpel. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was ist los? Craven oder Kravinov veranstaltet eine Party in 718 Kent. Ich schau mal vorbei. Sieht aus wie eine Art Club. Moment, ich bin gleich da. Ganz schön was los hier. Ich hoffe, unser VIP ist da. Sie sind noch aggressiver als sonst. Am besten nicht auffallen, dann gibt's keine Probleme. Wie kommst du rein? Durch die Küche. Zieh dich um. Der klassische Peter Parker-Look wird's nicht bringen. Schade, dass mein Smoking in der Reinigung ist. Aha. Wow, ich bin ein Spion. Ein Spider-Spion. Der Anzug kann sich in ein Smoking verwandeln? Ah, hat er bei mir nie gemacht. Hey, du! Komm mal her! Bring das zu Mr. Kravinovs Leibwächter. Seinem Leibwächter? Dima! Na los! Okay, ich glaube, deine Schicht beginnt. Ja. Dann leg mal los. Dann suche ich mal Dima. Ist bereit! Wie können wir so schnell essen? Lass ihn nicht warten, los! Ich hoffe, der Leibwächter hört mich. Sehr schick. Ich bin ziemlich schick. Und fühle mich großartig. Trotzdem platzen sie einfach so in meine Küche und versuchen mich anzuzünden. Das war doch nur einmal. Entschuldigung. Wir sind mit Craven gekommen, um den Club als unsere Basis zu etablieren. Interessante Wahl. Bewegung, sonst breche ich dir was. Ein 300 Jahre alter Schlafpfeil wird nicht funktionieren. Und da bist du dir sicher, ja? Gut, dann zeig's mir. Ihm zeig ich's auch. Ja. Nimm ihn. Er soll sich winden. Das Gift ist uralt und du weißt nicht mal, wie man das Ding benutzt. Ein echter Jäger passt sich an. Schlaf gut, mein Freund. Die Jäger waren völlig verrückt. Bin überrascht, dass der Anzug auf mich gehört hat. Warum hat mein Anzug kein neurales Interface? Dann könnte ich mit Harry arbeiten, Held spielen und gleichzeitig Urlaub machen.
Das am Podium ist wahrscheinlich der Oberkellner. Ist einer der Schildträger angekommen? Ah ja, er ist im anderen Zimmer beim Feuer. Stößt Mr. Kravinov heute Abend zu uns? Es gibt einige, Verdammt, Craven ist nicht hier. Schildträger? Hört sich nach einem Leibwächter an. Ich reiß ihn mit bloßen Händen auseinander. Er ist nicht dein Ziel. Hörst du ihn? Er wird hier. Das muss er sein. Ihr Essen, Sir. Was soll das sein? Ich soll das Mr. Kravinovs persönlichem Leibwächter bringen? Wieso glaubst du, dass ich das bin? Weil sie, groß sind? Dima hat Hunger. Du solltest jetzt gehen. Was für ein Zufall. Das wollte ich gerade tun. Er hat zu dem Raum hinaufgesehen. Ich muss den Aufzug finden. Wenn das der Schildträger ist, wie groß ist dann bitte Dima? Es ist zu unheimlich. Ich will ihm kein Essen mehr bringen. Platz da! Oh, sorry. Nicht sorry, verschwinde einfach! Auf den Weg! Dieses Chaos hier! Wenn nicht alles perfekt ist, sind wir tot! Aus dem Weg! Nein, nicht, warte! Was stehst du denn auch direkt vor der Tür? Ich hab gesagt, warte! Hast du gar schon. Nicht! Ich hatte nichts. Komm schon, komm schon! Seid still, alle beide! Sammelt schnell alles auf und weiter! Erst Dima finden, dann Craven und sein Lizard-Serum. Ganz einfach. Du bist nicht zufällig. Dima. Mist. Das erklärt das Geheimnis. Da ist jemand hungrig. Ein Tiger. Das ist neu. Okay, geben wir Dima was zu essen, das nicht nach Spinnen schmeckt. Das rohe Fleisch muss irgendwo sein. Da ist es. Im Arbeitszimmer gibt's vielleicht Infos, wo Craven ist. Zuerst mache ich einen auf Tierpfleger. Da drüben ist ein Jäger. Was kann ich wohl einspinnen, um abzuwehren? Was war das denn? Das perfekte Essen für einen russischen Tiger-Leibwächter. Das lang schräg. Diese Mahlzeit muss ich noch etwas verfeinern. Wo ist der schlafende Jäger? Beim schlafenden Jäger ist viel los. Das bleibt unter uns. Schlafenszeit für Dima, Schnüffelzeit für Peter. Wenn das nicht klappt, bleibt nur noch die Nachspeise. Hi, Dima. Ich bin wieder da. Mit einem kleinen Snack. Hm.
Leckerbissen vom Spidey-Koch. Craven ist wohl zu cool für seine eigene Party. Ich sollte mich umsehen. Er könnte das Lizard-Serum hier versteckt haben. Weit und breit kein Lizard-Serum. Aber was sind diese Tränke? Vielleicht ist er deshalb so abnormal stark. Ich wusste nicht, dass Jagen so existenziell sein kann. Er ist belesener, als ich dachte. Mit etwas Philosophie zwischendurch jagt es sich leichter. Kein Serum. Diese Medikamente dienen zur Chemo im Spätstadium. Sind das auch Cravens? Die Kapelle ist bereit? St. Sophia ist nur ein paar Blocks entfernt. Dort muss Craven mit dem Serum sein. Dann mal los. Craven hält sich also ein Tiger. Ergibt Sinn? Das ist nicht, wonach es aussieht. Lasst ihn am Leben. Okay, Anzug. Mal schauen, was du kannst. Harry hat mir nicht gesagt, dass sich das so anfühlt. Ich fühle mich so stark! Das Teil weiß exakt, wie ich gerne kämpfe! Hätte ich mich gewöhnt. Er muss weg von der Armbrust. Edgar! Sorry, aber dieser Party setze ich ein Ende. Wie gefalle ich euch jetzt? Visier!
schnell zur Kapelle.